Applaus für eine Friedensbotschafterin. Ilvert Erlmann besucht die Zien-Schule in Frankfurt und hat eine Botschaft an die Jugend. Engage directly is important. Direktes Engagement ist wichtig. Ob in der Friedensförderung, für Menschenrechte, Rahmenbedingungen, in Regierungen oder der Politik. Das geht alles ineinander über. Erlmann erzählt von ihrem Weg, wie sie als 19-Jährige entschied, nicht mehr in Kanada zu leben, sondern nach Hause zurückzukehren. In Somalia bringt sie schwer traumatisierte Kindersoldaten an den Strand, macht dort Therapien mit ihnen. Sie will ihren Landsleuten zeigen, dass Somalia schön ist, das schaffe eine neue Identität. Auf die Jugend im Land setzen, das könne Frieden schaffen. Für diesen Gedanken bekommt sie den Hessischen Friedenspreis. Sie sehen Somalia, wie es ist. Aber sie sehen natürlich das Land auch gleichzeitig, wie es sein könnte. Den Friedenspreis sieht sie als Bestätigung für die Arbeit ihrer Stiftung in Somalia. Dort setzt sie sich ein für ein Bildungssystem für alle und sagt, Frieden ist im Bürgerkriegsland möglich. We have women. Wir haben Frauen und die Jugend. Und wenn auch Überlebende und frühere Täter, wenn Entscheidungsträger aus der Regierung, traditionelle Führer und Stammesälteste, wenn sie alle für ein gemeinsames Ziel zusammenkommen, um einen wahren Frieden zu schaffen, dann ist es möglich. Mit ihrer Vision ist Erlmann auch Vorbild für die Schüler aus Frankfurt. Die Preisträgerin sagt, da würden alle Jugendlichen gleich ticken. Sie wollen, ob in Somalia oder Deutschland, die Zukunft aktiv mitgestalten.